Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Big Ambitions. Das ist mittlerweile die dritte Folge in meinem First Look, angezockt, verlängertes Video, wie immer ihr das nennen mögt. Also für alle die jetzt schon die ersten Folgen gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Im Moment haben wir noch nicht alles entdeckt und werden auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. In der letzten Folge haben wir einen Burgerladen eröffnet und haben leider ein bisschen wenig mitgenommen. Wir haben nur einen Industriegrill gekauft und eine Theke. Wir brauchen aber noch eine Registrierkasse. Das sieht man einmal hier unten drunter. Warnung, das Surprise-Geschäft, das ist unser Geschenkladen, ist schmutzig, den müssen wir reinigen. Und wir brauchen eine Registrierkasse, damit wir die gebratenen Burger überhaupt verkaufen können. Das heißt, wir nehmen die Pause raus und gehen jetzt erstmal kurz in unseren Geschenkeladen und freudeln hier durch. Und wenn wir das erledigt haben, Vordertür so ein bisschen im Eingangsbereich, soll er also einen guten Eindruck machen. Haben wir hier schon? Haben wir noch nicht. 100%? Entsorgen, wunderbar. Dann kann hier der Job losgehen, dann gehen wir mal los und holen uns aus unserem MAM 54. Da holen wir uns einmal den Grill. Wie kann ich den wieder aufnehmen, den Grill? Ah ja. Den stellen wir hier drauf. Dann nehmen wir uns hier eine Sackkarre mit. Ah, die werden immer wieder einsortiert. Sehr gut. Doch kein Sackkarren-Imperium. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, das war hier oben der Ausstatter, ne? Also, wir brauchen eine Theke. Eine Registrierkasse. Dann haben wir die Grundlagen für unseren Burgerladen. Nicht mich überfahren. Danke. Also, eine Theke. Eine Registrierkasse. Ich weiß nicht, brauchen wir noch Papiertüten? Brauchen wir wahrscheinlich auch, ne? Oder nehmen die das auf die Hand, den Burger? Dann müssen wir noch in die Metro, aber das müssen wir... Oh, ich gehe natürlich nicht ohne zu bezahlen raus. Ah, Getränkautomaten können wir direkt mitnehmen. Das langt dann aber nicht. Nee, warte mal, wir müssen, da haben wir nicht genügend Platz. Ja, ich weiß, ich habe ein Auto. Ja, ich weiß, ich kann mit dem Auto fahren. Aber ich mache jetzt einfach noch eine Runde. Ich mag lieber zu Fuß laufen. Und dann würde ich sagen, laufen wir von hier aus. Ey! Und einen Kühlschrank für Getränke brauchen wir auch noch, ne? So, dann machen wir eine Theke hier hin. Und die Registrierkasse. Wunderbar, da müssen wir Papiertüten holen. Dann laufen wir jetzt erstmal. Lass mal kurz überlegen, wir brauchen einen Kühlschrank, wir brauchen Getränke, wir brauchen Papiertüten. Und da müssen wir auch gucken, was der Rest noch braucht. Also das, unser Geschenkladen wird ja auch bald irgendwie die Sachen ausgehen. Und wir müssen einen Angestellten suchen. Oder eine Angestellte, mal gucken. Also nehmen wir jetzt Getränkedosen mit. Wir haben 4 Plätze. Das heißt einmal Papiertüten, die reichen auf jeden Fall dann für lange. Zweimal Getränkedosen. Und einen Kühlschrank, dann haben wir, glaube ich, alles. Ach, die Burger brauchen wir ja auch noch. Stimmt. Nee, warte mal, dann nehmen wir nur einmal. Geh jetzt hier rein. Guten Morgen. Wir nehmen einmal Getränkedosen mit. Herrenbekleidung? Nee, ich brauche... Wo gibt's denn Tiefkühlkost? Burger da hinten. So, jetzt lassen wir überlegen. Wir haben die Papiertüten, die Burger. Getränkeautomaten. Ah, Papiertüten haben wir nicht. Wir haben Getränke, ne? Genau, wir haben Burger und Getränke. Das heißt, wir brauchen noch einmal Papiertüten. Und dann holen wir noch auf dem Rückweg. Holen wir die
Und wir den Getränkeautomat, den können wir aufstellen. Und dann muss ich auch nochmal zu dem Laden, wo wir uns Angestellte holen können. Und dann bin ich auf jeden Fall hier richtig fit, wenn ich hier durchjogge. Weißt du was, ich gehe hier rüber. Ist das richtig jetzt? Ich hoffe doch. Bis ich angekommen bin, sind die Frikadellen hier geschmolzen, oder? Nicht parken. Nimm den... So, alles bezahlt. Ich weiß, ihr habt grün, aber ich muss durch. Ich habe Burger dabei. Es eilt. Ob man erschossen wird, wenn man hier ohne zu bezahlen aus dem Laden rennt. So, Mann 54. Dich stelle ich... Also, wir machen erstmal den Getränkekühlschrank. Den stellen wir hier so hin. Dosen sind schon drin. Dann müssen wir den... Ah, das ist schon aufgefüllt. Hä, wo ist mein Wagen? Du hast zwei Businesses jetzt, hä? Ich denke, das ist, was die Medien nennen, ein Serial Entrepreneur. Sehr nice work. Ich werde dich zurück zu it. Und ich werde dich mit dir später, Kid. Okay. Also, wir sollen $150 pro Unternehmen machen. Der hat noch nicht auf, der Laden. Wir haben auch Samstag. Wir müssen zum Recruitment Center. Wo war denn das? Personalvermittlung. Das ist der einzige? Sieht so aus, ne? Dann legen wir das mal als Ziel fest. Und dann muss ich auch mal gucken, was unser anderer Laden noch an Material braucht. Moment mal, warte mal, das gucke ich jetzt. Weil dann kann ich es auf dem Weg besorgen. Zoe, grüß dich. Was hast du denn noch an Vorräten da? 136 preiswerte Geschenke. Und 60 Getränkedosen. Mal 2. Ich würde sagen, ich hole nochmal ein Päckchen oder 2. Ja, nee. Ich hole nochmal. Ich hole nochmal. Ich hole noch 2 Packungen Geschenke. 2 Packungen Geschenke und... Ja. Mal gucken. Wir holen jetzt erstmal den... Wir heiern. Wow. Wir werben jetzt erstmal jemand an, der für uns da in dem Burgerladen arbeitet. Nee. Der macht erst wieder um 8 Uhr auf. Verdammt. Ja, das ist ja richtig blöd. Wo ist denn nochmal die Metro? Die ist doch auch in der Nähe oder ist sie auf der anderen Seite? Bin ich jetzt blind oder... Einzelhandel. Supermarkt. Geschäft für Bürobedarf ist es nicht. Wo war denn das nochmal? Wo war denn nochmal die Metro? Shit. Orientierungslos 2000. War das die Metro? Ne, das sind alle Supermärkte, oder? Das sind die zum Kaufen. Personalvermittlung, die brauche ich auf jeden Fall. Import-Export oder war das das hier? Moritz, Supermarkt, Agentur für Webentwicklung. Ach, Import-Export hat er gesagt, können wir auch Sachen holen, ne?
Import-Export können wir ja auch Sachen abholen. Hm. Die U-Bahn können wir mal einblenden. Genau, das können wir machen. Wo ist denn hier die U-Bahn? Gebäude zum Verkauf. Großhandel U-Bahn-Station. Dann können wir nämlich hier so ganz gute Stücke fahren. Da bis da hoch können wir zum Beispiel fahren. Metro ist Großhandel. Da. Doch, ist hier direkt nebendran. Das ist gut. Können wir denn in die U-Bahn steigen mit dem, mit den Sachen? Ach, hier ist auch nochmal. Was bist du? Du bist der Großhandel. New York, also ist beides. Ja, wenn wir schon in der Nähe sind, laufen wir hier gerade mal hoch, würde ich sagen. Dann haben die Samstag nicht offen. Haben die einfach Samstag nicht geöffnet. So. Papiertüten haben wir erst geholt. Dann holen wir preiswerte Geschenke. Ich würde sagen, noch zwei Stück. Und holen auch noch zwei Getränkedosen. So, können wir mit der U-Bahn da hochfahren? Aber bringt nicht viel, ne? Weil ich glaube, die U-Bahn hält ja nicht. Hier und die hält hier. Ne, bei uns in der Nähe ist gar keine Haltestelle. Von daher joggen wir. Das lohnt sich sonst nicht wirklich, die Fahrt. Wir können übrigens auch Taxi fahren im Spiel. Also wir können auch ein Taxi nehmen. Wir können mit unserem eigenen Auto fahren, klar. Ich meine, wir haben das eigene Fahrzeug. Aber ehrlich gesagt, bei den Strecken, die wir jetzt haben, geht das ja alles noch. Und der Onkel hat ja noch irgendwas gesagt, dass man langfristig in die, dass man bei den Exporteuren, Importeuren direkt einkaufen kann, ne? Dann wird es, glaube ich, billiger. So, da sind die Surprise. Dann geben wir das hier mal ab. Ja, ich wollte da nicht rein. Ich habe mich verklickt. Es tut mir sehr leid. So, was habe ich dabei? Getränkedosen und billige Geschenke. Füllen wir das schon mal auf. Ich lasse den jetzt ja einfach stehen. So. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir Umsatz machen? Wir haben 17 Uhr. Ich finde, das lohnt sich nicht. Ich gehe jetzt ins Bett und dann machen wir am nächsten Tag. Wir schlafen jetzt, dann holen wir uns erstmal einen Angestellten. Machen wir hier 7.16 Uhr. Gute Nacht. So, ein Frühstück. Crunch, crunch. Der scheint auch die Cornflakes irgendwie trocken zu essen, hat man das Gefühl. Es ist Sonntag. Die haben doch bestimmt sonntags auch nicht offen, oder? Öffnen in 25 Stunden. Verdammt. Hat denn sonntags hier unser Ausstattungshaus offen, dass ich mir zumindest irgendwie einen Feudel noch kaufen kann für das andere Geschäft? Das wäre schon irgendwie wichtig, oder? Nee. Doch, der macht in 2 Stunden auf am Sonntag. Aha. Jo, dann würde ich sagen, unser Geschäft hat ja zu, dann wische ich hier kurz durch. Obwohl, das kann ich auch später machen. Nee, ich hole mir jetzt so einen Bodenwischer. Und dann wische ich kurz die Läden durch. Also beziehungsweise der eine Laden muss ja nicht gewischt werden, weil der ist ja, ne, haben wir noch nicht mal eröffnet. Da sind ja maximal meine Schuhe im Boden gelaufen. Und dann müssen wir ja Surprise auch reinigen, ja. Und dann könnten wir eigentlich direkt noch jemand anwerben mit der Kampagne, um Reinigungspersonal zu haben für beide. Achso, in einer Stunde. Um die Läden reinigen zu lassen. So. Eine Reinigungsstation. Muss ich mich anstellen? Was ist hier sonntags los? Sonntags um 9.
Ja, ich weiß. Für mich war grün. Und ich könnte noch Lebensmittel einkaufen gehen. Für mich privat. Ja, MAM 54. Die stellen wir auch hier hinten rein. Machen wir direkt neben die. So. Das brauchen wir noch nicht. Hier ist noch nichts dreckig. Dann gehen wir noch den Getränkeladen, ach, den Geschenkeladen durchwischen. Ist ganz schön voll. Niemand hat das Lager aufgeräumt. So. Laden ist auch sauber, wunderbar. Und damit wir jetzt die Zeit nicht verbuseln, machen wir unseren Burgerladen einfach mal kurz auf, oder? Und verkaufen unsere ersten Burger. Und dann holen wir uns am nächsten Tag den Angestellten. Also MAM 54 ist ein exklusiver Laden, wusstet ihr vielleicht noch nicht. Aber die haben sonntags immer offen. Und die haben bis 23 Uhr auf. Und machen mittags um 12. So, 11 Stunden haben die auf. Müssen wir dann später mit den Angestellten, müssen wir das Ganze noch anpassen. Aber... So. Wir weisen uns zu. Und um 12 sollte hier eigentlich auf werden, oder? Mal gucken, ob... Oh, ich bin gespannt, ob Kunden kommen. Mittag. Burger fassen. Yes. Oh. Der geht selber an den Laden. Das müssen wir umstellen. Wir müssen den Getränkekühlschrank umstellen. Oh, ist ganz schön. So, jetzt ganz kurze Pause. Wir machen das Vorsprung mal raus. Wir müssen mal ganz kurz den... Na? Achso, dann werden wir unseren Job noch haben. Machen wir am Abend. Können wir den dann da drüben hin. Eine Bulette. Na, hier ist aber was los. Oh, guck mal. Wir haben wohl die besten Burger in der Stadt. Kann das sein? Die stehen ja, die Kunden stehen ja bis auf die Straße. Was macht er? Schämt er sich in der Ecke? Was? Ich finde keinen Platz. Was hat er gesagt? Ich finde keinen Platz für was? Zum Hinsetzen. Oh, die wollen sich hinsetzen zum Essen. Mist. Ja, ich hab nur zum Mitnehmen, Leute. Ich hab erst geöffnet. Ich war, okay, ich spul mal vor bis zum Dienstende. Eieiei. Da will keiner auf dem Boden essen. Gut, wir haben jetzt ja eh zu. Dann stellen wir jetzt mal die... Wie kann ich... Kann ich bitte das Ding um... Ach, da brauche ich bestimmt eine Sackkarre. Bau das ab. Nicht kein Lagerplatz verfügbar. Rechtsklick will er irgendwie nicht. Oder muss ich Sackkarre parken? Ah, jetzt. Sehr geil. Mit Rechtsklick baue ich das Ganze ab. Mache ich, wenn ich da selber rangehe, stelle ich den hier hin. Ja, dann packen wir die Sackkarre weg. So, dann wischen wir auch noch schnell durch. Ich meine, wir haben zwar nicht offen, aber dann können wir für die große neue Öffnung können wir praktisch aufmachen. Können wir schon mal sauber machen. Und vor allem müssen wir auch den Laden so ein bisschen ausstatten, ne? Wo ist denn der ganze Dreck? 97? Wo haben wir denn hier Dreck? Ah, 100%. Perfekt. So, pass auf, dann machen wir... Stellen wir das noch ein bisschen weiter hier hin. Dahin.
dahin, dann haben wir nämlich Platz für Tische. Ne? Gut, kaufen können wir nichts, wir haben 0 Euro. Oh Gott, wir sind ja völlig am Arsch. Erstmal schlafen. So, wir müssen früh los, denn wir müssen die Kampagne noch machen. Wir müssen Einrichtungsgegenstände wie Tische und Stühle kaufen, damit die da auch entsprechend schlafen können. Wir schlafen bis um... Ja, komm, 6 Stunden müssen schon sein. Ja, wir sind fit. Und Lebensmittel müssen wir auch noch kaufen. So, dann erstmal zum Recruitment Center. Ich guck mal ganz kurz, ob hier... Industriekel der Vorrat an Burgern ausgegangen. Was? Gut, der Laden ist zu. Wir hatten noch Burger da oder sind die jetzt alle verkauft worden in dem einen Tag? Ist das Mann 54 so ein guter Laden? Warten Sie kurz. Stimmt, ich habe keine Burger mehr da. What the heck? Okay, das Recruitment Center ist in der Nähe von der Metro. Das bedeutet, wir gehen erstmal die Angestellten anwerben und dann müssen wir jede Menge Burger besorgen. Aber dann haben wir auch keine Getränke mehr. Wow! Wir brauchen dringend jemanden, der uns die Sachen einkauft. Das ist ja übel. Wir haben keine Getränke und keine Burger. Guten Morgen. Ach, dann halt nicht. Hallo, ich brauche für den MAM 54 brauche ich einen Kundendienst. 2 Tage müssten reichen, oder? Bis wir das kriegen. Und eine Reinigungskraft, das mache ich noch. Solange wir noch hier in dem kleinen Bereich sind, mache ich das mit der Reinigung noch. Können wir sonst wie weiterhelfen? Nö, das passt. Ich nehme meine Sackkarre wieder mit. Muss ich mich noch einkaufen. Okay, also wir brauchen Burger. Und dann müssen wir uns mal langsam um die automatische Belieferung kümmern. So, Burger waren hier oben, ne? Würde ich sagen... Zweimal Burger, zweimal Dings, oder? Dann holen wir die restlichen Sachen. Ja, so machen wir das. Zweimal Burger. Und die Getränke waren hier oben irgendwo. So. Zurück. Dann gehen wir hoch zu dem Ausstattungsladen. Wäre Montag. Ja, passt. Dann machen wir die Tische rein und dann hoffe ich, dass bis dahin irgendwann schon ein Bewerber kommt. Papiertüten sollten locker reichen, weil das sind irgendwie 1000 Stück und die machen wir noch. Ist das hier schon? Entschuldigung, ich weiß noch nicht genau, wo ich abbiegen muss. Tut mir leid, dass ich auf die Straße gerannt bin. Mal richtig. So langsam kenne ich mich aus in der Stadt. So, der MAM 54. Also, Getränkedosen auffüllen, Burger auffüllen. Ah, 100 Stück frisst das Ding. Okay, da brauche ich ja... Oh, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein Lager machen. So, dann gehen wir noch mal hoch. Wie viele Papiertüten haben wir noch? Ja, 919 Papiertüten. Also bis die leer sind, das dauert. Ach ja. Uah. Gehen Sie weg. Danke. Ja. Moin. Also, wir brauchen Tisch und Stühle. Das ist aber nicht der Laden, wo ich hin will. Nee, hier sind wir falsch. Möbelhaus.
Wo ist das nächste Möbelhaus und was ist das für ein Symbol? So eine Couch. Bin ich blind? Muss ich weiter raus? Ich kann nicht weiter raus. Möbelhaus. Ah, da. Da runter? Och nee, auf der ganzen... Auf der gegenüberliegenden Seite. Lagerregale. Komm, wir nehmen jetzt zwei Lagerregale mit. Ich mache jetzt in beide Lagerregale und dann können wir da vielleicht für beide Geschäfte... Eins. Zwei. Moin. Vielen Dank. Bisschen investieren. Machen wir in beide Gebäude machen wir ein Lagerregal rein. Dann hoffe ich, dass wir das irgendwie damit aufgefüllt kriegen über die Zeit. Renne, renne, renne. Ich muss übrigens sagen, die Rennanimation ist richtig gut in dem Spiel. Da gibt es ja so viele günstige Early Access Titel, die das können das auf jeden Fall schlechter. Animationen. Wo machen wir das hin? Hier an die Wand? Oder quer? Wo ist da vorne? Da ist vorne. Machen wir hier. Ah, Lager verwalten. Okay, nichts verwalten. Müssen wir wahrscheinlich später machen. So, dann rüber zu unserem Geschenkladen. Moin, Zoe. Grüß dich. Warte mal. Parken. Dann müssen wir die Reinigungsstation mal umsetzen. Ich sehe ja nichts. Das ist so ein kleiner Laden. Wo machen wir die Reinigungsstation hin? Dann mache ich hier das Lagerregal und mache die Reinigungsstation hier hin. So, wo ist unser Lager drin? Ne, das sind die Geschenke. Warte mal, dich muss ich auch mal umparken. Du stehst im Weg. Sag mal, hier wird's echt voll. Was machen wir mit den ganzen Sackkarren? Lager verwalten. Lagerregal. Platzieren. So, dahin. Können wir jetzt die Sachen da einlagern? Jo. Nee, parken. Nein, ich will das nicht so. Okay, das sieht doch schon besser aus. Ach, wer macht denn die ganzen Sack... Naja. Ich hab... Guten Morgen. Ich wollte Ihnen keine Sackkarre schenken. So, die müssen später wegsortiert werden. Zack, dann haben wir das. Perfekt. Abstellen. Wie geht's eigentlich so? Inventar. Wie sieht's denn hier aus? Verkehrsindex ist schlecht. Zufriedenheit. My employees. 50% Zufriedenheit. Oh, wir können die Fähigkeiten trainieren. Wir können sie zur Ausbildung schicken. Nice. Cool. So, dann gehe ich mal ganz kurz rüber. Befülle auch da das Lager. Und dann müssen wir uns unbedingt dann demnächst beschäftigen, wie wir das Lager automatisch auffüllen. Also wie können wir uns Sachen liefern lassen. Nein. So. Haken. So, wir brauchen eine Ausstattung. Wir haben Montag, 15:24. Wir müssen ins Möbelhaus. Möbelhaus war... Da. Okay. Was wir wie ausstatten und ob wir zu Erfolg kommen und jeden Tag $150 Umsatz machen, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt erstmal zu Ikabohak und kaufen ein bisschen Möbel für unseren Fastfood-Laden. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.